Ja, Mario, Sonntag, nächstes Schlagerspiel in Hütteldorf gegen einen Club, den du sehr gut kennst, Sturm Graz. Von dir ein paar Worte, ein paar Sätze. Was darf man sich am Sonntag im hoffentlich ausverkauften Hanapi Stadion erwarten? Ja, wir haben gesehen, dass das letzte Spiel nicht einfach war für uns. Wir werden versuchen, wieder nach vorne zu spielen. Wir brauchen unbedingt 3 Punkte gegen Sturm Graz und so wird das Spiel auch sicher angelegt werden. Wir werden offensiv spielen und wir wollen ein Feuerwerk abliefern, das uns leider letzten Sonntag nicht gelungen ist. Bei unserem Gegner hat es einen Trainerwechsel nach sehr vielen Jahren gegeben. Ist das eine Tatsache, die das Match beeinflussen kann? Oder ist das völlig egal oder Vor- oder Nachteil für Sturm? Ich glaube, das ist egal. Wir dürfen nicht zu viel auf den Gegner schauen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Es ist wichtig, dass wir unsere Aufgaben erfüllen. Mir tut es leider ein bisschen für den Franco Fora, dass er so einen Abgang hatte oder hat. Und das hat er sich nicht verdient. Er hat sehr viel geleistet für diesen Verein. Aber wir müssen schauen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und ist eigentlich egal, was bei Sturm passiert. So ist es, zurück zu Rapid. Harry Bichler und du und auch der Rage Sommerweg gespürt haben, ihr habt immer Sonderlob bekommen, auch vom Trainer. Die Verteidigung steht bombensicher oder fast bombensicher immer wieder. Nach vorne gibt es eher noch kleinere Problemchen. Wie siehst du da die Gesamtsituation, sowohl was die Abwehr betrifft, aber auch die Offensive? Ja, in dieser Saison ist alles sehr, sehr eng und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man hinten gesichert steht, weil jeder Punkt entscheidend kann sein für die Platzierung und für den Meistertitel. Deswegen versuchen wir natürlich hinten so oft wie möglich zu Null zu spielen. Es ist natürlich ausbaufähig, das Offensivspiel, aber ich glaube, das kommt auch daher, dass der Druck groß ist, aber wir müssen Spieler mit dem umgehen und wir müssen einfach versuchen, befreit loszuspielen und dann, glaube ich, ist es möglich, dass wir auch eine Serie starten können. Nur ein paar Sätze zur Vorbereitung jetzt auf das Sonntagsspiel. Heute war zweimal Training, ihr habt euch in der Kraftkammer gesehen. Intensive Vorbereitung und wie geht es weiter, sozusagen dein persönlicher Countdown bis Sonntag 16 Uhr? Ja, wir haben morgen noch Training, also jeden Tag noch einmal Training und die wichtigsten Tage sind Freitag, Samstag, glaube ich. Da müssen wir schauen, dass man konzentriert ans Werk geht. Wir müssen uns dementsprechend verhalten. Und alles dafür tun, dass wir am Sonntag 3 Punkte holen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil die nachfolgenden Spiele auch nicht einfach sind. Aber ich bin guter Dinge, wir haben im Hanapi-Stadion immer gute Leistung gebracht gegen Sturm Graz und werden auch an diesem Sonntag eine gute Leistung abliefern. Herzlichen Dank. Danke.